Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Team Randomizer. Wir sind in Dufort City angekommen. Wie hieß das auf Deutsch? Moosburg? Du ist, glaube ich, auf jeden Fall Moos. Und wir sollen einen Brief an Steven geben. Aber zuerst checken wir den Dude ab. Oh, ich mag, was hip und trendy ist. Also, ich check das immer aus, was richtig cool ist. Hör zu. Hast du über das neue Ding gehört? Unavoidable Hobby? Das Hobby ist so krass, dass du dem gar nicht auskommst. Oh ja, natürlich kennst du das. Ich meine, wow, Unavoidable Hobby. Das ist das krasseste Ding in cool. Wo immer du herkommst, Unavoidable Hobby. Das ist das krasseste, was geht, richtig? Nope. Was? Es ist nicht hip und es ist auch... Was? Es ist nicht der krasseste Shit? Nun, dann musst du mir sagen, was ist denn jetzt gerade neu und in? Okay. Wir deleten mal alles und checken mal aus, was ist denn... Was können wir denn da reinklatschen? Oh, a little ist schon mal gut. A little love? A little angry? Oh. A little disappointed. Das ist der neue Shit? Ja. Ja. Das hier. Ein bisschen Ramundisch. Oh ja, das ist das Krasseste, was geht. Was? Ein bisschen Ramundisch? Wo kommst du denn her? Aber, ja. Ich wusste das. Ich habe das die ganze Zeit gewusst. Ein bisschen Ramundisch. Ja. Ein bisschen Ramundisch, ja klar. Ja, natürlich. Also, ist ein bisschen Ramundisch nicht das Coolste, was gibt? Ah, krass. Das ist das Hippeste von den hippen Dingern. Du glaubst, ich habe nicht davon gewusst? Unavoidable Hobby. Das ist so 2020. Ach, ein bisschen Ramundisch. Das ist der krasse Shit. Ich dachte, der gibt mir was dafür. Ach halt, warte mal, ich glaube, der gibt einem irgendwelche Sachen, wenn man bestimmte Sachen angibt. Jetzt habe ich gemeint, wir kriegen irgendwas Krasses. Ach du Scheiße, sind hier viele Leute. Nee, tschüss. Wir geben einfach den Brief ab. Ich dachte, wir kriegen da ein Macho-Band oder so. Ja. Alles klar, mein kleiner Fischer. Der hat, glaube ich, einen Tentara. Aber das ist kein Problem für unseren Baldorfisch. Das wäre den Liesel nicht schon klein genug. Hihihihi. Oh, und es hat uns trotzdem getroffen. Drecksau. Nur ist es nicht effektiv. Haha, das können wir besser mit Poison Sting. Yay. Das ist... Okay, das geht wenigstens noch ein bisschen. Und das geht so überhaupt nicht. Das geht ja mal so gar nicht klar. Wow! Komm, wir nehmen mal das Legendary. Regirock. Also Poison Sting macht zwar nicht viel, aber das Ding hat Blubber. Denke ich mal. Wir können das in die Luft jagen, aber nee. Das lassen wir mal. Dann nehmen wir doch lieber den Steinwurf. Liesel, Level 13. Schnecke. Tja, Ned, gegen den richtig heftiges Legendary hast du halt nichts zu melden. Hier hinten gab es, glaube ich, was zu finden. Jo. Einen sehr wertvollen Pokéball. Und ich glaube, an einen dieser Felsen, ja, gab es auch noch was. Komm, wir holen uns die Erfahrungspunkte auch mal ab. Da-da-da-da. Wo präferiere ich das Fischen? Im Meer oder am Meer oder an dem Fluss? Dann lieber an dem Fluss.
Oh nein, ein Carpador. Sichlor, hallo. Ah, schade, dass wir hier nicht die Zornklinge haben. Das wäre nice gewesen, das wäre dann jede Runde stärker geworden. Und zum Glück sind wir dem Platscher ausgewichen. Uiuiuiui. Alter, ist der gefährlich! Ah, wir kriegen den nicht tot, oder? Doch. Ah, okay, gekrittet. Sowas aber auch. Nö, wir wechseln nicht. Tentara können wir auch mit. Oh, das ist Level 7? Naja. Also damit braucht ihr uns nicht kommen. Und noch ein Carpador. Wie kann man den Carpadors auf Level 10 haben und einen Tentacher auf 7? Also wie der trainiert, keine Ahnung. Oh, du magst also Tiefseefischen. Hochseefischen heißt es, glaube ich. Ey, wir haben den Fischer eingespeichert. Nice. Na du? Hey, du, es ist komisch dunkel da vorne, also es wird echt schwierig, das zu versuchen, zu erkunden. Es ist so dunkel, dass mein Sprachzentrum darunter gelitten hat. Okay, der Typ, der da vorher langgelatscht ist, Steven, glaube ich, war das. Er wusste, wie man Flash oder Blitz benutzt, also dachte ich, er wird schon in, ja, durchkommen. Naja, für uns Bergsteiger, was ist unser Motto, denen zu helfen, die wir treffen? Also hier, bitteschön. Wir haben sogar Blitz erhalten, ja Wahnsinn. Das Krasse ist, Moment, wir bringen das mal keinem Pokémon bei, denn jetzt wär's sowieso wieder weg. Das wird lustig gleich. Maguita. Ja, mit einem Slimog. Da können wir doch hier mal einmal Sludge benutzen. Fup. Und weg. So, was gibt's hier? Ein Fluchtseil! Wey. Nice. So, normalerweise gehe ich hier immer blind durch. Aber wenn wir das schon mal haben und es keiner lernen kann, dann machen wir das hier gleich mal blind wie sonst auch. Vielleicht kriegen wir jetzt ein Pokémon zugelost, das Blitz benutzen kann. Schön wär's, denn nachdem wir es benutzt haben, ist es sowieso wieder weg. Komm, wir geben ihm mal die eigene Medizin. Komm, hau dich selber. Los, schlag dich! Gut gemacht, Liesel. Woo! Und gekrittet! Oh no! No! Die Medizin schmeckt so bitter! Komm, hau zu. Hey, sie hat zugehauen, nur leider in die falsche Richtung. Alter, das ist ja hier fast wie in einem SM-Studio, wenn zwei submissive Leute aufeinandertreffen. Die schlagen auch lieber sich selber als den anderen. Okay. Jetzt werden wir doch jemanden haben, der Blitz erlernen kann, oder? Ja. Charlie, bitteschön. Und dann benutzt das doch auch gleich mal. Wir können es nicht benutzen, weil uns der Orden fehlt. Ist das dein Ernst? Ich dachte... Ja gut, dann machen wir doch erstmal den Orden. Man merkt, ich bin richtig gut vorbereitet. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Scarborn hat schon ordentlich Bums. So, wahrscheinlich noch ein Kampf und dann... Nicht mal! Wow! Wowsen! Ja. Dann einmal kurz heilen und wir kennen das ja. Natürlich im Eilverfahren. Und ab in die Arena.
Wir sehen hier nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir versuchen trotzdem einfach mal alle Trainer umzuklatschen. Alter, die Mucke. Die Mucke. Battle Girl Laura. Ja, mal gucken, was sie drauf hat. Ah, oh, wir haben einen Muschas. Ja, wir können auf jeden Fall eine Super Sonic machen. Und kostenlos wechseln. Wen hätten wir denn noch? Ein Nebulak? Also die Truppe ist jetzt nicht so prickelnd, würde ich sagen. Aber vor den Lulz nehmen wir mal das Inkognito. Na? Haha, selbstverletzt. Zählt das dann eigentlich dazu? Ach scheiße, das ist noch eine Runde, ne? Zählt das Selbstverletzen dazu von wegen Geduld? Sehen wir gleich. Ah, wobei, sehen wir nicht, weil selbst wenn es, wenn das jetzt durchkommt. Oh! Es ist gar nicht mehr in Geduldsmodus. Wahrscheinlich, weil es sich selber verletzt hat. Oh. Dann lecken wir es ab. Miam. Kritisch geleckt. Oh. Ja. Zum Glück hat es keine Konfession benutzt. Das hat es nämlich normalerweise drauf. Haben wir ja vorher schon gesehen. Unser Meditier konnte das. Aber wir haben es weggeleckt. Nice. Zwei Level up. Schnieke. Ja, du hast verloren. Ganz richtig. Wir sehen ein bisschen mehr. Da-da. Tada. Oh, Doppelkampf. Schnicke. Ufufu. Mhm. Ja, dann hau mal raus hier. Jetzt haben wir sozusagen die Baby-Pokémon aus dem Weg. Jetzt können wir doch hier mit drei Legis antreten, oder? Oh. Also so legendär sieht das jetzt auch nicht aus. Was kannst du denn? Ja gut, wir kontern das einfach. Ich hoffe einfach mal, dass Macholo auf mein Isso draufhaut. Ah oh, nö, das senkt die Verteidigung. Oh man. Ah, Knockoff ist glaube ich... Und das dürfte eigentlich auch effektiv sein. Gegen, das ist doch Kampfpsycho, ne? Und Knockoff ist, glaube ich, der Angriff, der das Item raushaut. Wir nehmen nochmal Konter. Toll. Nicht schon wieder! Mensch, Macholo! Hau doch mal auf mein Isso drauf. Das ist doch nervig. Uff. Alter, hat das wenig gemacht. Und das ist noch Focus Energy. Oh. Ich glaube, mein Isso kommt raus. Naja, komm. Wir holen Pixie rein. Und weh, das Macholo haut jetzt auf mein Pixie. Das haut da jetzt drauf. Nee, passt. Gut. Was hat denn Pixie so drauf? Double Slap. Oh, Metronom! Oh ja, das wird lustig. Scheiße. Ach, das ging nur auf Liesel. Geil. Hey! Sehr effektiv. Und gekrittet. Ja, zum Glück hatte das noch drei Leben oder so. Hat sich gelohnt. Gut. Dann gibt's hier 14 HP Abzug. Autsch. Ja, gekrittet und super effektiv. Tschüss, Charlie. Ach ja.
Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, wir benutzen das. Wenn wir draufgehen, dann geht es mit drauf. Und wenn wir nicht draufgehen, dann passt das auch. Das ist ja lachhaft. Ah ja, stimmt, weil wir ja kein... Ach, ja klar. Wir haben ja keine Statusveränderung mehr auf ISO drauf. Ah. Alles klar. I don't want to know you. Ja, zu spät, meine Liebe. Gut, dann geht's hier oben schon mal nicht weiter. Wir gehen noch einmal ganz kurz raus. Wir beleben Charlie wieder, denn wir brauchen den. Vielleicht. Und schon wieder im Gym. Nice. So. Und gleich immer in 12 Sackgassen gelatscht. Hey! Ja, wenn du hier weiter willst, musst du erst an mir vorbei. Geht klar. Einfach einmal in die entblößten Weichteile treten und der liegt am Boden und will auch nicht mehr aufstehen. Auf geht's, Liesel, das machst du. Ui, ein Mülltank. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Dann nehmen wir doch hier lieber... warte mal, das ist, glaube ich, Giftboden? Oh, nee! Sandwirbel, echt jetzt? Komm, dann machen wir mal eine neutrale Attacke. Geht so. Noch einmal und dann ist er Geschichte. Aber Sandwirbel ist schon sehr asozial. Aber wenn wir das treffen, dann müssen wir... Yeah. Dann müssen wir, nix heilen. Passt. Nidoking regelt. Tja, Christian, das war wohl nichts. Hey. Ich werde dich zerschmettern. Echt jetzt? Ah, das will ich sehen. Mit einem Meditier? Hey, Stalos. Schnieke. Dann werfen wir doch gleich mal... Nichts. Dann werfen wir doch gleich mal ein paar Steine. Naja, fehlgeschlagen, ne? So, was aber... Oh, no! Dann tickeln wir das einfach? Also, sie nervt mit Detect so langsam. Und Konfusion hat's auch. Er macht nur nicht so viel. Natürlich bin ich verwirrt. Wie viel Prozent Chance hat das? 10? Oida. Angriffskraft ist gestiegen. Gut, dass er keinen richtigen Angriff hat. Schon! Willst du mich verarschen? Natürlich will er mich verarschen. Oh, Firnontor! Nice! Eins meiner Lieblings-Pokémon. So, du Arschloch. Ich werde dich wegpudern. Wir können sogar pudern. Aber dann nehmen wir doch lieber hier den Biss. Das ist zumindest deutlich effektiver. Nice. Oh boy. Das ist gar nicht mal sehr effektiv. Ich sag bloß, Kampf ist effektiv gegen Dark. Sowas aber auch. Ich habe dich sehr einfach weggebumst, ne? So, dann ist hier nur noch er übrig. Dann gehen wir doch gleich mal in den Kampf. Ja, ja. Ich will dich herausfordern. Okay. Brawly. Level 16. Ein Onix. Boostet sich sein Machado erstmal? Höchstwahrscheinlich. Nö, es haut gleich zu.
einen überleben wir noch. Astrein. Oh, oder wir überleben doch keinen mehr. Sachen gibt's. Das sieht nicht gut aus. Dann nehmen wir doch lieber Natu. Das könnte eventuell Konfusion kennen? Nein. Aber eine Flugattacke, das ist doch auch gut gegen Kampf, oder? Ja. Oh, Angriff steigt, oder? Und Verteidigung, das heißt, das braucht auf jeden Fall noch zwei und, naja. Nightshade auch. Wenn das bringt, das macht 16? Ja. Okay. Echt jetzt eine Super Potion? Du Betrüger. Du dreckiger Betrüger. Scheiße. Vor allem noch einen wird sich umbringen. Das bleibt. Nee! Nice! Das sah so aus, als würde das nicht reichen. Oh, so kurz vor Level Up. Medit hier? Nö, das wechseln wir dann nicht. Wir dürfen hier keine Items benutzen. Was macht er denn? Hat das einen. Moment, wenn wir angreifen, verliert es den Fokus und kann sich nicht bewegen? Na, jetzt erstmal den Trank reindonnern, Arschloch. Aber kein Problem. Normalerweise dürfte er jetzt keine Tränke mehr parat haben. Was eine Taktik. Wir haben nur 5 HP. Ja gut, der war jetzt einfach. Nice. Nice, gut gemacht, Natu. Wupp, wupp, Level 16. Makuhita? Hm, wir wechseln nicht. Wir gucken mal, dass wir einen Schnabel reinkriegen. Haha, sehr gut. Nur werden wir jetzt umgeboxt, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ja, Natu, du geile Sau. Ich meine, du komischer Vogel. Ey, also mit 5 HP die zwei Viecher umklatschen? Ja. Oh, wow, wow. Du hast einen richtig krassen Move abgeliefert hier. Ja. Ich hab dich gesweept mit einem kleinen Natu. Jupp, dann haben wir den Knuckle Badge. Wupp, wupp. Alle Pokémon bis Level 30 gehorchen mir und ja, ich kann jetzt Flash außerhalb vom Kampf benutzen. Und eine TM kriegen wir auch. Ist das Bulk Up? Jo. Ach ja, dieser Move erhöht Angriff und Verteidigung. Danke. Und wir haben den Brawly im Pokénav registriert. Tschüss. Dann haben wir den ohne Scheiß mit einem Natu weggeboxt. Das auch noch ein bisschen underleveled war. Nehme ich so. Dann musste Lantern ja gar nicht mitkämpfen. Aber wir brauchen definitiv Heilung. Und zwar eine schnelle Heilung, danke. Wie schaut's mit den Leveln eigentlich aus? 14, 15, 16, das passt so. Aber wir könnten mal ein paar Bären wieder ausrüsten. Und zwar die Chestoberries. Jop, und hier auch. Ba, 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 ba. Warte mal, waren die Chestoberries die geheilt haben? Ach, egal. Das wird schon so passen. Boom. So, jetzt auf zu Steven. Das Zubat boxen wir natürlich weg. Oh, mit einem Pichu. Wie süß. Und wir haben nichts zum Angreifen. Gar nichts. Das ist
Alter. Dann laufen wir. Ey, was ist das denn? Kein einziger Angriffsmove. Also, Flash. Da wissen wir wenigstens, dass Pichu den benutzen kann. Oh, und Charlie auch. Ja. Du vergisst einfach mal. Lecker. Rare. So. Wir haben Flash erlernt, dann benutzt das bitte gleich mal. Denn jetzt funktioniert das! Wupp, wupp! Palim, palim! Ach, ist das schön, wenn man sieht, wo man langläuft. Es ist natürlich die Frage, bleibt das aktiv, solange wir in der Höhle sind, oder wird das nach jedem Kampf geändert? Double Kick ist effektiv. Zack, weggeboxt. Ich warte mit dem Fang von dem neuen Pokémon noch. Das ist jetzt nicht unbedingt akut. Nice, es bleibt. Pokéball. Ach ja. Was passiert hier gleich nochmal, wenn wir den Brief abgegeben haben? Ich weiß es nicht. Ein Rabauz. Scheiß drauf. Wow, sogar wenn wir über Leitern gehen. Sehr schnieke. Das gefällt mir, dass das genau so bleibt. Aber das ist mit Surfer dann auch so. Oh, ein Zubiris. Na komm, den können wir umhauen. Das dürfte extra Schaden machen. Nicht wirklich. Oh. Es hat mich identifiziert. No! Oida. Zieht das wenig ab. Vielleicht hätten wir doch nicht gegen das Viech kämpfen sollen. Au! Aber wir saugen es mal leer. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei den drei Pokémon. Vier müssen jetzt gar nicht sein. Ja. Aber ein Zubiris fangen oder Zubiris in der Datenbank haben, auch nicht verkehrt wäre. Momentan hatten wir noch keins. Zertrümmererfelsen. Ich glaube, hier unten kann man auch einen Mondstein finden. Bin mir aber nicht sicher. Und noch ein Zubiris? Ah ja, gut. Vielleicht finden wir ja hier... Ah, und mit einer Schmerbe? Können wir ihn einfach wegspülen? Ah, macht zumindest ein bisschen Schaden. Mudsport. Was war denn Mudsport? Das war, glaube ich, hier Elektrizitätsschwächen. Das ist Genauigkeitssenken, ne? Nein? Immerhin identifiziert mich zweimal. Und lustig, wie sportlich Schmerbe ist. Wir haben Watersport und Mudsport. Sportlicher als ich auf jeden Fall. So. Ach, ein Ewigstein ist das. Kein Mondstein. Sehr praktisch, wenn man Pokémon-Challenges macht und nicht ständig auf Abbrechen drücken will. Ein Abra. Süß. Jo! Zwei Abra gegeneinander. Oh Mann. Das ist ja lustig. Kampf der Titanen. Ah, schön. Und da ist Steven. Mein Name ist Steven. Mich interessieren alle seltenen Steine. Also bin ich gereist.
Und zwar von hier nach dort und hieben und drüben. Oh, ein Brief? Yep. Hier, bitteschön. Ich habe auch nicht reingeguckt. Oh, danke schön. Oh, du bist doch all diesen Trubel gegangen, nur um mir das zu liefern? Oh, ich muss dir danken. Ja, hier, nimm mal die TM. Das ist eins meiner Favoriten. Stahlflügel. Danke, werde ich verkaufen. Was, du verkaufst mein Geschenk? Nein, ich benutze das natürlich. Deine Pokémon scheinen sehr... Was heißt capable? To be capable of heißt... Ja, geeignet sein, etwas zu tun oder dass es machbar ist, aber ich weiß gerade nicht, wie man das übersetzt. Wenn du weiter trainierst, könntest du sogar der Champion der Pokémon-Liga werden eines Tages. Ja, das ist, was ich denke. Ich weiß. Ich weiß, das würde auch niemand in Deutsch sagen. Hey, wie wär's, nachdem wir uns jetzt ein bisschen kennengelernt haben? Ich meine, du bist 10 und ich ungefähr 60. Hey, gib mir deine Nummer. Okay, hier, bitteschön. Naja, jetzt muss ich aber weg, bevor das FBI aufkreuzt. Tschüss! Tschüss, alter Mann. Gibt's hier in dem Stein noch was? Gibt's... Ugh. Ich hätte mich nicht bewegen sollen. Ein Zubat! No! Oh, süß! Komm, den hauen wir... Wieso kriegen wir denn nie eine Angriffsattacke mit Elektro? Das war mit Peach schon genauso. Ach Gottchen. Aber man kann hier nicht mehr nach oben durchs. Naja, gut. Fluchtseil! Hey! Wupp, 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 wupp. Und schon sind wir wieder draußen. Also, wir haben auf der Insel nichts mehr zu tun. Und deswegen. Moment. Der Angler gibt uns eine Angel? Oh ja, ich will auch angeln. Hier, bitteschön. Und die Angel wird noch sehr wichtig sein. Denn wenn wir irgendwo mal gesoftlockt sind, sollte normalerweise Wasser unterwegs sein. Und... Wasser unterwegs, ne? Sollte eigentlich Wasser verfügbar sein. Und damit können wir unser Team neu switchen. Und dann können wir auf jeden Fall Surfer nehmen oder fliegen oder sonst irgendwas. Aber nächste Folge geht's weiter, wenn wir nach Slateport rüber tuckeln. Also macht's gut, bis dann. Ciao.